Ja, dann begrüße ich euch auch herzlich. Mein Name ist Lukas, neben mir sitzt Bernd und wir wollen euch heute was erzählen über das Leben von Johann Most. Ich würde noch kurz was sagen zu der Veranstaltungsreihe, in deren Rahmen das heute stattfindet. Die Veranstaltungsreihe heißt Dissidenten der Arbeiterbewegung und wird ausgerichtet vom Bildungskollektiv, wozu Bernd und ich und Uwe auch gehören, und von Erfurter Verband der Falken. Und es soll in dieser Veranstaltungsreihe eben um Leute gehen, die innerhalb der Arbeiterbewegung gebrochen haben mit den großen bürokratischen Organisationen der Arbeiterbewegung und die sich eben gegen staatliche und bürokratische Verknöcherungen innerhalb der Arbeiterbewegung angegangen sind. Und ich finde, es gibt viele Gründe, sich mit diesen Dissidenten der Arbeiterbewegung auseinanderzusetzen. Ich will jetzt nur mal kurz zwei Gründe anführen. Ihr wisst ja, dass am 1. Mai hier in Erfurt dieses Jahr auch wieder einiges los war. Zum einen eben die traditionellen gewerkschaftlichen Umzüge, zum anderen Nazi-Demo mit entsprechenden Gegenaktivitäten. Und dieses Jahr wurde aber auch sozusagen jenseits dieser üblichen Vorgänge auch ein Haus in Erfurt besetzt, das dann am Abend leider wieder geräumt werden musste. Und die Hausbesetzer, die haben am Morgen der Besetzung eine Erklärung rausgegeben, wo auch etwas über die Arbeiterbewegung geschrieben wurde. Ich zitiere das kurz. Da stand: Für andere, unter anderem auch Nazis, ist der 1. Mai der Tag der Arbeit. Das finden wir deswegen scheiße, weil wir kapitalistische Lohnarbeit nicht abfeiern wollen. Der 1. Mai als Kampf der ArbeiterInnenbewegung ist nicht unser Ding. Und ich würde erstmal sagen, was da intendiert wird, ist erstmal ohne Zweifel richtig, nämlich eine Kritik am Arbeitsfetischismus, am Lohnarbeitsfetischismus zu formulieren. Und diese Kritik trifft ja ganz sicher auch große Teile der Arbeiterbewegung, der historischen Arbeiterbewegung, die eben nicht frei war von Arbeitsfetischismus. Ich würde aber auch sagen, dass das so ein bisschen an der tatsächlichen historischen Arbeiterbewegung vorbeigeht, weil es nämlich innerhalb dieser Bewegung tatsächlich ganz viele Leute gegeben hat, die ja wirklich eine Kritik des Prinzips der Lohnarbeit geleistet haben und die eben nicht sozusagen nur eine Bewegung für Lohnarbeit waren. Johann Most war einer von diesen Leuten. Der späte Johann Most hat das, glaube ich, sehr klar gesehen, dass in einer kommunistisch organisierten Gesellschaft die Verteilung der Güter und die Verteilung des Reichtums nicht an der Arbeitsleistung, nicht an der Arbeitszeit bemessen werden darf, sondern dass da die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund stehen müssen. Ja, und darüber hinaus würde ich auch sagen, dass die Grundlage von der Kritik der Lohnarbeit, wie so heute auch noch aktuell ist, dass die Quellen und die Grundlagen dieser Kritik, dass die eben von Leuten kommen, die ganz wesentlich in der Verbindung mit der historischen Arbeiterbewegung standen. Ein zweites Beispiel, das Anlass für eine Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung sein sollte, drängt sich meines Erachtens in diesen Tagen auch gerade auf, nämlich dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands dieser Tage ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Ja, und ich finde, diesen Feierlichkeiten sollte man so ein bisschen die Suppe versalzen und vielleicht zeigen, dass die Geschichte der Sozialdemokratie eben eine Geschichte des Staatsfetischismus, eine Geschichte des Verrats und der Heuchelei gewesen ist, und würde halt eben auch sagen, dass die Dissidenten der Arbeiterbewegung gerade dafür unsere Zeugen sozusagen sind. Ja, also das sozusagen zwei Gründe, sich mit Dissidenten der Arbeiterbewegung auseinanderzusetzen. Und jetzt würde ich zum Einstieg über Johann Most erstmal Bernd das Wort geben. Ja, hallo auch meinerseits. Ich habe jetzt gewühlt die ganze Zeit, weil ich fast vergessen hätte, ein bisschen Papier auszupacken, wozu ich nachher nochmal was sage. Also zu Johann Most. Wie man sehen kann, haben Lukas und ich beide ungefähr das gleiche Buch gelesen im Vorfeld. Und zwar ist das eine Biografie von Rudolf Rocker, dem späteren Vorsitzenden der FAUD in Deutschland, also im Jahr 1924, Johann Most, das Leben eines Rebellen. Die biografischen Angaben, die wir hier verwenden, stammen im Prinzip aus diesem Buch, das mal als Hinweis. Johann Most ist heute weitgehend ein Unbekannter. Obwohl er eigentlich Mitbegründer des deutschen Anarchismus ist, der radikalen Arbeiterbewegung nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, England und den USA. Bakunin kennen die meisten, die sich mit Anarchismus irgendwann beschäftigt haben oder mal davon was gehört haben. Kropotkin vielleicht auch noch. Und was den deutschen Anarchismus angeht, in der Regel Erich Mühsam, bekannt durch seine Gedichte und seine Lieder. Dann hört es aber schon langsam auf.
bei Landauer, glaube ich, da kennen sich schon viele nicht mehr so aus. Und bei Most, bei Johann Most, glaube ich, hört es bei den meisten auf. Und ich gebe zu, das war bei mir nicht viel anders, obwohl ich mich seit vielen Jahren mit Anarchismus beschäftige. Johann Most spielt immer eine Rolle, wird in vielen Büchern erwähnt, aber irgendwie so immer in der zweiten oder dritten Reihe. Und dabei hat er eigentlich eine, für die radikale Arbeiterbewegung im Ausgang des 19., beginnenden 20. Jahrhunderts eine sehr wichtige Rolle gespielt. Hier und da taucht der Name Most nochmal auf, überraschenderweise auch im Neuen Deutschland, also in der Zeitung Neues Deutschland. Und zwar am 4. Mai hat Thomas Kuczynski in einem Interview erklärt, dass es zum Verstehen der zum Teil komplizierten Werke von Marx hier und da Übersetzungen und Übersetzerinnen brauchte. Und er erwähnte dabei unter anderem Johann Most und sein Buch Kapital und Arbeit, was hier zur Ansicht, glaube ich, doch, gell, nach ausliegt. Mosts Leben wirft ein Bild auf die Entstehungsgeschichte der anarchistischen Bewegung, ebenso wie die Biografien anderer, eher bekannterer Anarchistinnen und Anarchisten, wobei die meisten sind Männer. Ich fange trotzdem mit zwei Frauen an, Emma Goldman und Voltairine Leclerc, in den USA speziell. Kropotkin und Bakunin habe ich schon erwähnt. Johann Most ist aber auch ein Beispiel jener Auseinandersetzungen, die bis heute oft zu gleichen oder ähnlichen Themen und oft auch leider in der gleichen Form zwischen radikalen Linken und Reformistinnen auf der einen Seite, aber auch innerhalb der radikalen Linken geführt werden. Ich halte mich bei dem Teil meines Vortrages relativ stark an den Text. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich mich selbst disziplinieren muss. Sonst komme ich vom Hölzchen zum Stöckchen und dann wird das immer ein bisschen ausufernd. Johann Most wurde am 5. Februar 1846 in Augsburg geboren. Er starb am 17. März 1906 in Cincinnati in den USA. Sein Vater war ein armer Schreiber, seine Mutter arbeitete als Gouvernante und galt als freisinnig. In der Schule erlebte Most die damals übliche Prügelpädagogik. Als Siebenjährigen wurden ihm aufgrund einer schweren Erkrankung und durch die damit verbundene Operation die Gesichtszüge teilweise entstellt. Die Mutter starb 1856 an der Cholera, die Stiefmutter misshandelte die Kinder. Das ist ein so, ja, man möchte fast sagen, ganz typisches Großwerden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Most beschreibt dies und das, was es auf ihn welche Auswirkungen es auf ihn hatte, so. So wurde meine früheste Jugendzeit mir gründlich verbittert. Und da ich so wenig der Liebe genoss, so entfaltete sich in meinem Herzen ein unbändiger Hass. Damals gegen den weiblichen Haustyrannen. Und dieses Übergewicht in der negativen Gefühlsentwicklung scheint schon da so stark gewesen zu sein, dass es für das ganze spätere Leben maßgebend blieb. Denn wo und wenn immer private oder öffentliche Tyrannen vor mir in Erscheinung traten, ich musste sie von ganzer Seele hassen. Was er dann auch ausgiebig getan hat und in seinen Schriften bzw. in seiner Zeitung auch dementsprechend geäußert hat. Er erlernte das Handwerk des Buchbinders und ging von in den Jahren 1863 bis 1868 auf Wanderschaft. Dort machte er in Frankfurt am Main erste Bekanntschaft mit Arbeiterbildungsvereinen. Im März 1867 hielt er sich im schweizerischen Jura in dem Ort Locle auf. Zu dieser Zeit deutete sich, also in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, eine neue revolutionäre Welle in Europa an. Die Unabhängigkeitsbewegung in Italien unter Garibaldi, die erstarkende Gewerkschaftsbewegung in Frankreich und England. In Deutschland, wie gesagt, die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins unter Lassalle, heute vor 150 Jahren. Die SPD feiert, wie gesagt, gerade. Eine radikale Jugendbewegung in Russland, deren bekanntester Vertreter Alexander Herzen und Tscherniszewski waren. Und einen ersten Höhepunkt erreichte diese neue revolutionäre Bewegung mit der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation, eines ersten Versuchs eines großen Bundes der Arbeiterbewegung im Jahr 1864, bekannter unter dem Begriff Erste Internationale. Der Schweizer Jura, also ein Teil der französischsprachigen Schweiz,
wurde zum Zentrum und zum Geburtsort der europäischen anarchistischen Bewegung. Dort lebten und arbeiteten vor allem Kleingewerbetreiber, Uhrmacher beispielsweise, und dieser Handwerker und Kleingewerbetreiber, man würde heute sagen, die untere Mittelschicht, war so die Hefe, in der die anarchistischen Gedanken aufgehen konnten. Es wurden Bildungsvereine gegründet, was damals übrigens flächendeckend in fast allen europäischen Ländern geschah, und diese Bildungsvereine hatten für die Arbeiterbewegungen der verschiedensten Strömungen eine sehr starke Bedeutung. Wie gesagt, der Schweizer Jura wurde Ausgangspunkt des modernen Anarchismus, damals modernen Anarchismus in Europa. Fast alle Größen der damaligen Bewegung schlugen irgendwann im Jura auf. Bakunin, Kropotkin, James Guillaume, Reclus und Errico Malatesta, um nur ein paar zu nennen. Und es waren alles Männer. Nach dieser Wanderschaft zog Most nach Österreich. Dort wurde er 1870 erstmal in Haft genommen wegen Hochverrats. Das war die erste seiner insgesamt, ich glaube, 10 Jahre seines Lebens, die er in Haft verbracht hat. Angeklagt wegen Hochverrates infolge von Arbeiterunruhen in Wien. Hochverrat wurde damals noch nicht zwangsläufig mit dem Tode bestraft, wie das in Jahrzehnten später war, sondern mit, man möchte sagen, fast nur einem Jahr Gefängnis oder so. In dieser Haft in Österreich entstand das später berühmt gewordene Proletarierlied. Ich singe es jetzt nicht vor, ich trage es einfach nur mal so vor. Wer schafft das Gold zutage? Wer hämmert Erz und Stein? Wer webet Tuch und Seide? Wer bauet Korn und Wein? Wer gibt den Reichen all ihr Brot und lebt dabei in bitterer Not? Das sind die Arbeitsmänner, das Proletariat. Diese etwas pathetische Art des Gedichtes und des Liedes war damals durchaus üblich. Und auch hier fällt immer wieder auf, ich komme mehrfach darauf zurück, es ist von Arbeitsmännern die Rede. Die Frauen spielten in dieser Bewegung tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine sehr untergeordnete Rolle, wenn sie überhaupt aktiv waren. Zu dieser Zeit war Most Aktivist der Sozialdemokratie und noch kein Anarchist. Doch zu dieser Zeit häuften sich auch die Widersprüche zwischen ihm und der Sozialdemokratie. Und dazu macht jetzt, glaube ich, Lukas ein bisschen. Genau. Ja, also Bernd hat schon gesagt, also Most hat sozusagen zuerst in Frankfurt Bekanntschaft gemacht mit den neu gegründeten Arbeiterbildungsvereinen und hat sich dann in dem Rahmen auch in der Schweiz betätigt und in Österreich. Und in der Schweiz ist er, wie gesagt, in einer Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation beigetreten. Also sozusagen zum einen die Arbeiterbildungsvereine, zum anderen diese Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation sind zwei ganz wichtige Elemente der jungen sozialdemokratischen Bewegung in den deutschsprachigen Ländern. Ich greife jetzt sozusagen noch mal ein bisschen zurück und will ein Zitat aus Mosts Memoiren vorlesen, die hier auch rumliegen, die können wir auch mal rumgehen lassen, wo Most sozusagen das Klima dieser jungen Arbeiterbewegung schreibt und hier jetzt vor allem über Frankfurt. Die deutsche Arbeiterbewegung steckte damals noch nicht einmal in den Kinderschuhen, sondern lag in Windeln, importiert aus der Schweiz und Frankreich. Es gab außer katholischen Gesellenvereinen und evangelischen Jünglingsbünden nur Organisationen sogenannter fortschrittlicher Tendenz, welche sich an der Krone des Königs im Sozialen Reich, wie Schulze-Delitzsch genannt wurde, sonnten. Arbeiterbildungs-, Spar-, Konsumvereine und dergleichen. Nur so viel zu Schulze-Delitzsch, das war zu der Zeit ein linksliberaler Jurist, der die Ideen des Genossenschaftswesens mitgegründet hat und auf den zum Teil auch die Ideen sozusagen der Volksbanken zurückgehen, war ein Bürgerlicher, der sich immer für Gewerbetreibende eingesetzt hat, in seinen Ansichten aber nicht sonderlich radikal war und zum Beispiel auch von LaSalle kritisiert wurde. Walter Most: Über die daraus ersprießende Phrasiologie ging demgemäß auch die Weisheit der meisten Handwerksburschen nicht hinaus, wenn sie auch Buchbinder waren, welche sich nebenbei bemerkt einredeten, was Bildung betraf, anderen über zu sein. Ich war natürlich keine Ausnahme. Zwar hatte ich keine Achtung vor Gott und keine Furcht vor dem Teufel, schwärmte für die Republik, obgleich mir die von Frankfurt wahrlich keinen Respekt einflößte, und hasste alle Spieß- und Mastbürger, die ich Gesellenschinder nannte, aber der eigentliche Sozialismus war mir eben doch nur ein spanisches Dorf. Selbst die Agitation in LaSalle, welche damals sich abzuspielen begann und sogar zum Teil im nahen Frankfurt in Szene ging, ließen mich kalt.
zumal ich sie nur aus den bürgerlichen Blättern kannte, welche so irreleitend wie möglich waren. Also auch noch eine Bemerkung zu Lassalle. Ist einer der Mitbegründer der Sozialdemokratie gewesen, war übrigens ein Staatsfetischist vor dem Herrn, der auch zum Teil sich sowas wie eine soziale Monarchie oder ein soziales Kaisertum gewünscht hat. Es gibt einige Zeugnisse zum Beispiel, wo klar wurde, dass Lassalle sozusagen die Sitten und die Art und Weise der Arbeiter ziemlich abstoßend fand und sich deswegen jenseits der Agitation lieber ferngehalten hat von ihnen. Aber sozusagen auch Marx hat erwähnt, dass sozusagen Lassalle in der frühen Organisierung der Arbeiterbewegung durchaus sehr verdienstvoll gewesen ist. Walter Most. Ich fand zwar aus, dass die Geschichte auf Errichtung von Produktivgenossenschaften, also das, was eben Lassalle wollte, dass die Geschichte auf Errichtung von Produktivgenossenschaften durch Staatshilfe, erzielt durch das allgemeine Wahlrecht, hinauslaufen sollte, hielt aber dafür, dass das eine mattherzige Illusion sei, was ich übrigens später erst recht glaubte. Immerhin besuchte ich öfters die Versammlungen eines Arbeiterbildungsvereins und entnahm die Bücher aus der Bibliothek desselben. Aber die Vorträge, welche ich da genoss, konnten mir durchaus nicht imponieren. Allerhand Professoren, Schulmeister, Zeitungsschreiber und dergleichen fackelten bald von der Freiheit durch Einheit, bald von der Freiheit durch Bildung, dann wieder vom Sparen. Dann und wann malträtierte einer populäre Astronomie die alten Griechen oder den gesunden und kranken Menschen. Das Resultat war meist ein sachter Gähnkrampf oder ein sanfter Schlummer. Eigentliche Gewerkschaften gab es, abgesehen von diversen Gesellenzünften, die sich später zu solchen entwickelten, in jener Zeit noch nicht in Deutschland, doch fehlte es nicht an gelegentlichen Reibungen zwischen Meistern und Gesellen, bei welchen aber in der Regel die letzteren zu kurz kamen und polizeilich gemaßregelt wurden. Auch ich erlebte eines Tages einen solchen Rummel, meinen ersten Strike. Und dann fährt Most eben sozusagen fort, sozusagen zum ersten Mal so einen Widerstand der Handwerker gegen ihre Meister erlebt zu haben. Was in der Beschreibung vielleicht ganz deutlich wird, ist, dass damals in der sozialdemokratischen Bewegung sozusagen noch alle sozialistischen Strömungen, die es so gab, zusammengefasst waren, sich aber auch eben noch nicht sonderlich ausdifferenziert haben. Das heißt, man hat sowohl radikalere Töne vorgefunden, als auch eher ja, christlich-sozial angehauchte Sachen. Sowas hat man da auch gefunden. Ja. Soweit. Also Bernd hatte schon gesagt, dass sozusagen Most in Österreich sozusagen bei einem der ersten Hochverratsprozesse verurteilt wurde. Was da vielleicht noch interessant ist, ist, dass in Österreich hatte man unglaubliche Angst vor der sozialdemokratischen Bewegung. Das hatte damit zu tun, dass 1869 August Bebel und Wilhelm Liebknecht in Deutschland in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet hatten, SDAP. Und dass sowas Ähnliches in Österreich passieren könnte, dafür hatten halt die österreichische Regierung eine enorme Angst und hat deswegen einfach mal alle Arbeiterorganisationen, die sich auf Grundlage des Eisenacher Programms halt organisieren wollten, verboten. Und ja, sozusagen, da hat Most immer mit agitiert. Und ja, man muss sich das, ja, also da ging es dann auch erstmal nur darum, dass sich die Arbeiter überhaupt organisieren können. Und als sie das versucht haben, haben sie aber eben gleich volle Kanne erstmal einen Hochverratsprozess dran bekommen. Most ist dann aus Österreich ausgewiesen worden und wieder in Deutschland hat er sich erstmal in Bayern beschäftigt und hat dort einige Versammlungen organisiert und Reden gehalten, ist dann aber aufgrund seiner Arbeitslosigkeit Richtung Leipzig gegangen. Ich hatte es schon erwähnt, zwei der wichtigsten Figuren der sozialdemokratischen Bewegung waren damals August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Und es war so, dass sozusagen in seiner deutschen Zeit, also seiner Zeit, als er wieder in Deutschland war, haben Most und Bebel durchaus ein freundschaftliches Verhältnis verbunden, während es zwischen Most und Liebknecht von Anfang an eher ein angespanntes Verhältnis gab. Und das finde ich deswegen interessant, weil sich darin vielleicht auch schon spätere Konflikte zwischen Most und der sozialdemokratischen Parteiführung angebahnt haben. Als Most 1871 nach Leipzig kam, wollte er sofort Kontakt mit Liebknecht aufnehmen. Und in Rudolf Rockers Biografie ist diese Begegnung folgendermaßen geschildert. Also er hat das so ein bisschen als Dialog da aufgeschrieben. Most, ist hier der Bürger Liebknecht? Liebknecht, ich heiße so, was wollen Sie? Mein Name ist Most. So, Sie sind Most, ja was wollen Sie denn in Leipzig? Ich suche Arbeit. Arbeit gibt es hier nicht, gehen Sie doch nach Berlin. Habe keine Lust, mich mit den Lassallianern rumzuschlagen.
Hier in Mitteldeutschland hat sich übrigens der wissenschaftliche Sozialismus eingebürgert. Mit Revolutionsphrasen kann da nicht operiert werden. Guten Morgen. Also darin wird es deutlich sozusagen, Most hatte sich zu der Zeit nicht nur als, also der war sozusagen schon in Österreich und in Deutschland als ein sehr aufrührerischer Redner bekannt und hat sich damit aber auch innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung nicht nur Freunde gemacht. Nachdem er auch in Sachsen unter Repressionsdruck zu leiden hatte, ging er nach Chemnitz, wo ihn die örtliche Sozialdemokratie eingeladen hatte, die Redaktion der Chemnitzer Freien Presse zu übernehmen. Und hierfür bewies Most ein außerordentliches Talent. Also er wurde dann auch immer wieder in verschiedenen Städten angefragt, dort die Redaktion der gerade niedergehenden Arbeiterpresse zu übernehmen. Und das hat Most immer mit Bravour gemacht und dann stiegen die Auflagen sofort und er hat sozusagen recht viele Zeitungsprojekte vor dem Aus bewahrt. Der Deutsch-Französische Krieg lag zu dieser Zeit nur kurz zurück, also um 1871-72 rum. Deutschland hatte Frankreich in Verdun geschlagen und in Versailles die Reichsgründung vollzogen, während das französische Bürgertum unter Aufsicht der preußischen Militärs die Pariser Kommune niedergeschlagen hatte. Nachdem Most auch in Chemnitz wieder mal einige Zeit im Knast verbracht hatte, von wo aus er die Chemnitzer Freie Presse weiterleitete, wollten auch in Chemnitz die Bürger den Jahrestag des Sieges in Verdun begehen. Most machte diesem Vorhaben einen roten Strich durch die Rechnung. Folgendermaßen hatte diese Aktion in seinen Memoiren beschrieben. Am 2. September bemühten sich die Chemnitzer Bourgeoisie, ihren Reichspatriotismus im hellsten Lichte zu zeigen. Sie behängte ihre Häuser mit dreifarbigen Lappen, machte damit jedoch wenig Effekt, weil die sämtlichen Arbeiter entweder gar nicht flaggten oder auf mein Anraten alle ihre Steuerzettel aneinander klebten und zum Fenster heraushängten. Auf dem Giebel jenes Hauses aber, wo die Chemnitzer Freie Presse hergestellt wurde, wehten eine rote und zwei schwarze Fahnen, welche mehr Aufsehen erregten als alle Dekorationen der Protzen zusammengenommen und die bei den einen großen Ärgernis, bei den anderen aber Beifall erweckten. Am Nachmittag gab es ein Freikonzert auf den öffentlichen Plätzen. Bis dahin war auch eine anonyme Festzeitung erschienen und in den Händen von zahlreichen Kolporteuren, welche sie unter den patriotischen Spaziergängern und in den Philisterkneipen emsig verbreiteten. Rasch wie der Blitz tauchten sie auf, ebenso schnell verschwanden sie wieder. Sie hatten ihre guten Gründe dazu. Die ganze Festzeitung war von A bis Z ein ungeheurer Hohn auf die Sedanerei. Gleich auf der ersten Seite stand die Wacht am Rhein, also damals ein patriotisches Kriegslied. Dieselbe war jedoch nach der Krambumbli-Melodie, das weiß ich nicht, was das ist, zu singen und hatte einen sehr boshaften Text. Zum Beispiel: Ihr dauert mich, ihr armen Toren, euch macht die Knechtschaft wenig Pein, zur Sklaven seid ihr auserkoren und meint dabei noch frei zu sein. Ihr könntet nichts als kläglich schreien, das blöde Lied, die Wacht am Rhein, die Viva, Wacht am Rhein, die Wacht am Rhein. Dann kam wieder an einer anderen Stelle ein Soldatenlied zum Vorschein, das auch nicht von schlechten Eltern war. Es begann: Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne und so weiter. Wie die Poesie, so war auch die Prosa dieses, wie der Leser schon erraten haben wird, durch mich veranstalteten literarischen Fegefeuers. Man kann sich denken, wie über dieses Flugblatt in den Bourgeois-Wirtshäusern geschimpft wurde, als es einmal gelesen und erkannt war. Das Schönste kam aber erst abends, wo mordspatriotischer Fackelzug, reichstreuer Massengesang, Festrede und dergleichen serviert werden sollten. Die Sozialisten versammelten sich schon eine Stunde vor der angesetzten Fackelei in der Stadt Köln. Die Arbeiter strömten massenhaft herbei, denn in den Fabriken war nicht gearbeitet worden. Nicht nur der Saal war bald überfüllt, sondern auch die benachbarten Straßen wimmelten von Menschen. Diese Massen ordneten sich nun mehreren Marschkolonnen. An der Spitze einer jeden Abteilung wurde ein großes Transparent getragen, worauf zu lesen war: 40.000 Tote auf deutscher Seite, mehr noch erschlagene Franzosen, die Verwundeten sind zahllos und solche Schmach bejubelt die Bourgeoisie. Nieder mit den Mordspatrioten. Als man durch die Quartiere der Plutokratie zog, glaubten die vornehmen Reichsschwärmer, welche bereits alle Balkone und Fenster ihrer Häuser besetzt hatten, der Festzug rücke an. Flugs steckten sie ihre Illuminationen an, brannten griechisches Feuer ab, schwenkten Hüte und Taschentücher und brüllten Hurra. Jene in der Straße ließen den Sozialismus, die Internationale etc. leben, und da die vom Festwein schon stark angesäuselten Herrschaften nicht sogleich richtig verstanden, so riefen sie selber hoch, hoch, hoch. Endlich machte sie das darüber entstandene allgemeine Hohngelächter auf ihren Irrtum aufmerksam. Es war aber zu spät, das Pulver war sozusagen verschossen. Auf dem Neustädter Markt, wo die Loyalitätspresse zur Aufführung gelangen sollte, stellten sich die Volksmatten so auf, dass nur die Mitte des Platzes in eine Straße frei blieb, durch welche der Fackelzug zu passieren hatte. Letzteres ließ auch nicht lange auf sich warten, war aber sehr kläglicher Natur.
Etwa 200 Feuerwehrleute trugen Pechfackeln, an der Spitze marschierte eine Militärkapelle. Die Mitglieder des Stadtrates und diverse Polizisten folgten. Nachdem diese Nachtwächterprozession den freigelassenen Raum ausgefüllt hatte, wurden sie auf der vierten Seite vom Volke umzingelt. Die Kapelle intonierte die unvermeidliche Wacht am Rhein und siehe da, es brauste in der Tat ein Ruf wie Donnerhall, die ungebetenen Demonstranten sangen, dass die Häuser erbebten. Doch welchen Text benutzten die? O Schrecken, der war Mosts Proletarier-Liederbuch entnommen, stammte vom Fröhlich her und wies Strophen auf, zum Beispiel folgende. Lese ich jetzt nicht vor. Also ist auch sozusagen ein einziger Hohn. Nachdem dieser Leidenskelch seitens der anwesenden Stadt und sonstigen Unräte geleert war, bestieg der Festredner, ein Realschulmeister, die Tribüne. Seinen rhetorischen Siegestaumel-Bandwurm vermochte er aber nicht so ohne weiteres abzutreiben. Von allen Seiten ertönte jetzt nämlich die Parole, auf nach dem Schützenplatz, Most wird sprechen. Und fort ging es nach den bekanntgegebenen Ziele. Festredner, Stadtrat und Musik blieben einzig und allein zurück, um ihr Programm sich gegenseitig in Verzweiflung einzurichten. Draußen vor der Stadt auf dem Schützenplatze standen die Proletarier Kopf an Kopf gedrängt und lauschten meinen Worten, durch welche ich den Sedanfestschwindel in unbarmherziger Weise geißelte und die internationale Verbrüderung aller Völker gegen Tyrannen und Ausbeuter predigte. Das habe ich jetzt sozusagen als Beispiel für eine Aktion, wollte ich das mal so ausführlich vorlesen, weil ich finde, da wird sozusagen die Fähigkeit Mosts ganz deutlich eben am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein und genau das Richtige zu tun. Ja, und ich finde sozusagen damit heutige linke Kommunikationsgeria vielleicht sogar zu übertreffen. Diese und ähnliche Agitationen machten Most neben Bebel und Liebknecht bald zu einem der wichtigsten Agitatoren der sozialdemokratischen Bewegung. Was nicht zuletzt dazu führte, dass er auch in Chemnitz einige Zeit im Knast verweilen musste und schließlich Stadtverbot erhielt. Also man muss sich das auch so vorstellen, dass sozusagen bei jeder Arbeiterversammlung zu der Zeit eben Polizei anwesend war. Oft war das so, dass sozusagen die Redner sozusagen an einer Stelle standen. Die waren erstmal umzingelt von Polizisten. Über die Polizisten hinweg haben dann die Leute die Reden gehalten. Und die Polizisten hingen an den Lippen und haben sozusagen gewartet, bis irgendwas kommt, was man vielleicht sozusagen mit Hochverrat in Verbindung bringen konnte. Und auch, aber auch bei Clubversammlungen oder bei Versammlungen der Sektion der Internationale war es teilweise so, dass Polizisten anwesend waren und halt eben sozusagen alles versucht haben, um da Leute einzuknacken. Also, nachdem er sozusagen aus Chemnitz ausgewiesen wurde, ist er erstmal nach Mainz gegangen, wo er die Leitung der Süddeutschen Volkszeitung übernommen hat. Am 10. Januar 1874 wurde er in Chemnitz in Abwesenheit für die SDAP in den Reichstag gewählt. Dies verschaffte ihm große Bewegungsfreiheit. Seine Parlamentsreminiszenzen, wie er das selber in seinen Memoiren genannt hat, haben ihn aber, was den Parlamentarismus betrifft, gründlich desillusioniert. Und letztlich hat ihn sein Reichstagmandat nicht davor bewahrt, dass er am 19. März 1874 erneut festgenommen und zu einer 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Während Most im Knast saß, vereinigten sich in Gotha die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands, also SDAP, und der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein zur Sozialistischen Arbeiterpartei SAP. Da muss man sich auch nochmal sozusagen in Erinnerung rufen. Wir hatten schon von den deutschen Arbeiterbildungsvereinen gesprochen und von der sozusagen Parteigründung in Eisenach. Das waren sozusagen die zwei Flügel der Arbeiterbewegung damals, also auf der einen Seite der Allgemeine Arbeiterbildungsverein und auf der anderen Seite die SDAP, die sozusagen vor dieser Vereinigung erstmal Kontrahenten waren. Also die Lasallianer und die Eisenacher, die lagen sich ständig in den Haaren und dann war sozusagen diese Vereinigung erstmal ein organisatorischer Fortschritt für die Arbeiterbewegung. Nachdem Most wieder aus dem Knast kam, ist er erstmal in Berlin geblieben, wo er die Berliner Freie Presse übernommen hat, also übernimmt immer wieder irgendwelche Zeitungen. Und er unternimmt erneut Agitationsreisen durch ganz Deutschland, sogar bis in die Schweiz und betätigt sich als Mitarbeiter an zahlreichen sozialdemokratischen Zeitungen. Ab 1877 hat sich dann die Repression Bismarcks gegen die Arbeiterbewegung zunehmend verschärft, was auch das Umfeld der Berliner Freien Presse hart getroffen hat, die dann eben vor allem wohl für ihre kritischen Artikel bestraft wurden. Und für Most hat das dann ab dieser Zeit bedeutet, dass er sich in Deutschland eigentlich nur noch ausnahmsweise auf freien Fuß befand. Also ich habe das jetzt für den Vortrag, habe ich mich dagegen entschlossen, jeden einzelnen Knastbesuch von Most aufzuzählen, weil dann würden wir auch nicht fertig werden. Und ja, nach jeder Freilassung hat eigentlich die politische Polizei immer einen neuen Grund gesucht und gefunden, Most festzunehmen. Am 11. Mai 1878
gab schließlich das Attentat des Anarchist, als Anarchist bezeichneten Hödel auf den Kaiser, also der hat versucht, den umzubringen, den Anlass, dass dann sozusagen die Sozialistengesetze in Deutschland durchgepeitscht wurden. An dem Punkt würde dann Bernd weitermachen, aber ich will erst nochmal sozusagen die Stellung, also das Verhältnis Most und Marxismus kurz nochmal beleuchten. Zunächst ist erstmal grundsätzlich zu sagen, dass Johann Most Zeit seines Lebens, ganz unabhängig von seiner persönlichen Stellung zu Marx und Engels, von marxistischen Gedanken beeinflusst war und das sowohl als Sozialdemokrat als auch später als Anarchist. Wohlgemerkt hat er immer den kommunistischen Anarchismus verteidigt. Zahlreiche seiner Bücher und Broschüren hat Most im Gefängnis geschrieben, wo er stets produktiv blieb, wenn das von der Knastaufsicht nicht gänzlich verhindert wurde. Und Most hat den ersten Band des Kapitals von Karl Marx im österreichischen Gefängnis studiert. Und als er dann 1872 wieder mal im Knast in Chemnitz saß, hat er sich dran gemacht, eben diese Broschüre Kapital und Arbeit zu schreiben. Als Wilhelm Liebknecht diese Broschüre in die Hand bekommen hat, war er erstmal nicht begeistert, weil er irgendwie meinte, ja, der wissenschaftliche Sozialismus von Marx, der ist eigentlich so gut formuliert, dass da kein Wort fehlt und kein Wort zu viel ist. Also warum soll man das überhaupt jetzt nochmal kürzen? Und hat aber dann trotzdem ein Exemplar an Marx und Engels geschickt mit der Bitte, das doch nochmal durchzugehen und zu revidieren. Und die beiden haben das dann auch mehr oder weniger widerwillig getan, sodass dann eben eine zweite Auflage erschienen ist, die eben von Marx und Engels durchgesehen war. Die wollten aber tunlichst nicht auf dem Titel der Broschüre genannt werden. Trotzdem gibt es mehrere Briefe, in denen Marx und Engels die Mostsche Zusammenfassung des Kapitals ausdrücklich empfohlen haben. Marx selber hat dafür gesorgt, dass eine englische Übersetzung der Broschüre für die amerikanischen Arbeiter gemacht wurde. Und ich würde sagen, dass auch wenn Johann Most nicht in gleicher Weise wissenschaftlich gearbeitet hat wie Marx, dass diese Broschüre Kapital und Arbeit trotzdem einen Gebrauchswert hat. Ich würde sagen, zumindest sie kann es mindestens mit heutigen Einführungsbändchen ins Kapital aufnehmen. Unterdessen war die Beziehung zwischen Most auf der einen und Marx und Engels auf der anderen Seite nicht sonderlich gut. Während Most anfänglich und auch noch im englischen Exil Kontakt zu Marx suchte, haben sich Marx und Engels in ihrem Briefwechsel über Most geradezu ausgelassen. Ich will nur zwei Sätze aus einem Brief von Marx an Sorge vorlesen, in dem vielleicht auch deutlich wird, dass auch Marx nicht frei von Vorurteilen über Arbeiter war. Da schreibt Marx: Die Arbeiter, wenn sie wie Herr Most und Konsorten die Arbeit aufgeben und Literaten von Profession werden, stiften sie stets theoretisch Unheil an und sind stets bereit, sich an Wirrköpfe der angeblich gelehrten Kaste anzuschließen. Namentlich, was wir seit Jahrzehnten mit so viel Mühe und Arbeit aus den Köpfen der Arbeiter gefegt und was ihnen das theoretische Übergewicht über Franzosen und Engländer gab, grassiert wieder in einer viel wichtigeren Form, nicht zu vergleichen mit dem großen französischen und englischen Utopismus, sondern mit Weitling. Hans Magnus Enzensberger, der ja auch viel über den Anarchismus geforscht hat und sich auch mit Most auseinandergesetzt hat, der hat dieses Verhältnis von Marx und Engels zu Most folgendermaßen kommentiert. Die Meinung von Marx und Engels über Most und seine Arbeit war zwiespältig. In ihrem Briefwechsel finden sich viele Bemerkungen über ihn, die keineswegs schmeichelhaft sind. Sie sagen ihm Eseleien, schulbubenhafte Manier, Vielschreiberei, Eitelkeit, ja die allerschlimmsten Böcke nach. Und sie verbaten es sich von Anfang an, auf dem Titelblatt des Auszugs genannt zu werden. Diese Urteile wird man nicht auf die Goldwaage legen dürfen. Wer die vielen Bände des Briefwechsels kennt, weiß, dass die Klassiker des Marxismus auch Virtuosen der Verwünschung waren. Was das Verhältnis zwischen Marx und Engels und Most entscheidend vergiftet hat, dürfte die Auseinandersetzung der dreien mit dem deutschen Philosophen Eugen Düring gewesen sein. So lässt sich rekonstruieren, dass Most der eigentliche Anlass dafür war, dass Engels den Anti-Düring geschrieben hat, also seine Streitschrift gegen den Düring. Das hatte damit zu tun, weil eben Most in seiner Anfangszeit halt eben sehr beeinflusst war von Düring. Also ja, Düring hat ja sozusagen auch einige, ja, man könnte sagen, libertäre Gedanken entwickelt. Was mir jetzt erstmal nochmal aufgefallen ist, dass sowohl Engels in seinem Anti-Düring als auch Most, dass beide nicht sonderlich gestört hat, dass Düring ein ausgemachter Antisemit gewesen ist. Auch wenn Marx und Engels in dieser Hinsicht nicht unbedingt fair gegen Most gewesen sind, würde ich aber auch trotzdem sagen, dass der Anti-Düring von Engels auch doch ein ganz lesenswertes Buch ist. So, ich komme jetzt zum Schluss meines Parts. Ich will noch
Ja, um zu belegen, was ich vorhin gesagt habe, dass Moss sowohl als Sozialdemokrat als auch Anarchist von marxistischen Gedanken beeinflusst war, will ich noch kurz zwei Stationen in seinem denkerischen Werdegang beleuchten. 1876 hat Moss eine Broschüre geschrieben mit dem Titel »Der Kleinbürger in der Sozialdemokratie«, in dem er zu einem versucht hat zu analysieren, warum die Handwerker und die Gewerbetreibenden sich gegen die sozialistische Bewegung wehren und sich das Zunftsystem zurückwünschen, und indem er zum anderen versucht, eben auch die Handwerker und Gewerbetreibenden, also die Kleinbürger, zu überzeugen, dass auch der Sozialismus in ihrem Interesse sein müsste. In dieser Broschüre charakterisiert er die kapitalistische Produktionsweise folgendermaßen. Die moderne, das ist die kapitalistische Produktionsweise, beruht auf strenger Scheidung der Arbeitsmittel von den Arbeitskräften einerseits und auf der sogenannten freien Konkurrenz, dem Kampfe aller gegen alle andererseits. Die erste Einrichtung spielt die Erträgnisse der Arbeit den Besitzern von Arbeitsmitteln, den Kapitalisten, in die Hände und ermöglicht es, dass dieselben den Besitzern von Arbeitskraft, den Arbeitern, von den besagten Arbeitsertragen nur einen solchen Teilbetrag durchschnittlich zukommen lassen, wie absolut zum Lebenserhalt notwendig ist. Das letztere Verhältnis hingegen bringt es mit sich, dass die größeren Kapitalisten die kleineren allmählich von der Mitbewerbung auf dem Warenmarkte verdrängen, was notwendigerweise zur allgemeinen Güteraufhäufung in immer weniger Händen, damit zur Monopolisierung etlicher Riesenkapitalisten führen muss. Also, ich würde sagen, dass die kapitalistische Produktionsweise auf der Trennung der Arbeitskräfte von den Produktionsmitteln beruht, dass der Arbeitslohn durchschnittlich allein die Reproduktion der Arbeitskraft deckt und dass die Bewegung des Kapitals zuweilen die eine Konzentration und Monopolisierung ist, das sind alles Gedanken, die Marx formuliert hat. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, ich hätte hier jetzt noch ein Zitat, wo auch deutlich wird, wie sozialdemokratisch borniert Most auch in seiner Anfangszeit war, also er hat da solche Ideen zu sagen, wir müssen erstmal sozusagen die kapitalistische Entwicklung kommen lassen. Die Monopolisierung und Zentralisierung ist schon gar nicht so schlecht. Das sind sozusagen die Bedingungen für den Sozialismus und rechtfertigt darüber auch sozusagen gegenwärtiges Leid der Arbeiter, die erstmal abwarten sollen, bis die Kapitalisten die Entwicklung so zu Ende geführt haben. Und er hat auch Gedanken von einem Volksstaat. Noch kurz ein paar Worte zu Moss' späterem Text, der kommunistische Anarchismus. Also das ist dann aus seiner Spätzeit. Da will ich nochmal verdeutlichen, dass Moss das Kommunistische am Anarchismus sehr ernst genommen hat. Und weil er in dem Text macht er unabdingbar klar, dass es den Anarchisten um Abschaffung des Privateigentums, kollektive Aneignung von Grund und Boden sowie Produktionsmittel gehen muss, um auf solche Weise die Zeit der notwendigen Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren, damit sich die Individuen voll entfalten können. Er schreibt, so bleibt offenbar nichts anderes übrig, als dass dasjenige, was zur Gütererzeugung und zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse notwendig ist, zum Gemeingut aller gemacht, als das mit anderen Worten der Kommunismus proklamiert wurde. Freilich ist das ein Kommunismus, den er sozusagen tunlichst abgrenzt gegen jede Form von Herrschaft und Staatlichkeit, also als später Most. Ja, und damit gebe ich weiter. Später Most. Ja, in den 70er Jahren endete der große Aufschwung der sogenannten Gründerzeit. Die Gründerzeit begann so in den 1840er Jahren und ging einher damit die Industrialisierung Deutschlands, nicht nur Deutschlands, fast aller westeuropäischer Staaten. Und ein Resultat davon war, dass es tatsächlich zu teilweisen Verbesserungen der Lebensbedingungen der Arbeiter kam. In den 70er Jahren endete diese Phase. Ich komme an verschiedenen Punkten nochmal drauf zurück. Damit verschärften sich aber auch die Klassengegensätze, da die arbeitenden Massen immer weniger vom großen Kuchen abbekamen und daraufhin radikalisierten sich viele Arbeiterinnen. Gleichzeitig ging damit einher eine Verschärfung der politischen Unterdrückung im Kaiserreich. Lukas hat es schon erwähnt, nach einem Attentat, also einem gescheiterten Attentat auf Kaiser Wilhelm, in Berlin am 2. Juni 1878 wurde am 21. Oktober 1878 vom Reichstag das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, man mag es gar nicht glauben, beschlossen, das in die Geschichte eingegangen ist als Sozialistengesetz. In der Konsequenz wurden alle sozialistischen Organisationen verboten, die gesamte Zeitungs- und Bücherproduktion ebenso. Most befand sich zu diesem Zeitpunkt mal wieder im Knast, diesmal im Plötzensee. Als er entlassen wurde, wurde er, wie viele andere, aus Deutschland ausgewiesen und ging im Dezember 1878 nach London. London war zu dem Zeitpunkt
Zentrum einer breiten sozialistischen deutschen Bewegung im Exil. Auch dort entstanden Arbeiterbildungsvereine und Most wurde als begnadeter Redner begeistert aufgenommen. Dort erschien am 3. Januar 1879 die erste Nummer der Freiheit, einer Zeitung, die sein Lebenswerk werden sollte. Aber die war zunächst noch ausgesprochen sozialdemokratisch ausgerichtet. Das feindliche Verhalten führender Sozialdemokraten, Lukas hat es erwähnt, gegenüber Most, hier zeichneten sich bereits folgende historische Entwicklungen innerhalb der Sozialdemokratie ab, also die bis hin zum Unterstützen der Kriegskredite im Jahr 1914 führten, musste jedoch früher oder später zum Bruch zwischen den radikalen Gruppen der sozialistischen Bewegung mit Most auf der einen Seite und den sozialdemokratischen Führern Bebel und Wilhelm Liebknecht führen. Und sie machte sich fest an der Auseinandersetzung um die Freiheit. Also Liebknecht versuchte zu dem Zeitpunkt die Freiheit unter Kontrolle, unter ideologische Kontrolle zu bringen, was Most von London aus aber zu verhindern wusste. Die Freiheit wurde in London produziert und auf illegalen Wege nach Deutschland geschafft. Das war so für ihn, glaube ich, der letzte Auslöser, mit den Sozialdemokraten zu brechen. Most, das muss man jetzt mal sagen, war nicht der Einzige, der zur Entwicklung des Anarchismus in Deutschland beitrug. Johann Neve, später John Neve, er starb unter erbärmlichen Bedingungen im Zuchthaus in Isolationshaft, war, so Rudolf Rocker, einer jener seltenen Menschen, ohne die eine revolutionäre Bewegung überhaupt nicht bestehen kann. Denn Neve war derjenige, der die Freiheit nach Deutschland schmuggelte. Oder zumindest den Schmuggel organisierte. Ein anderer, heute weitgehend vergessener, war August Reinsdorf. Der Baude verfolgt hungernd, ständig und überall in Deutschland neue anarchistische Zellen auf. Er war es, der in erster Linie Most zum Anarchismus brachte. Am 28. November 1883 scheiterte ein Anschlag auf das Niederwalddenkmal in Rüdesheim am Rhein. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Das Deutsche Kaiserreich hatte eine üble Art und Weise, Denkmäler zu bauen, noch viel übler als spätere Staatssozialisten. Und eines dieser Denkmäler wurde errichtet in Rüdesheim am Rhein anlässlich des Sieges über Frankreich 1871. Und als dieses am 28. September 1883 eingeweiht werden sollte, weilte auch Kaiser Wilhelm I. dort. Und Reinsdorf versuchte dort ein Sprengstoffattentat zu organisieren, was kläglichst scheiterte. Trotzdem wurden Reinsdorf und zwei weitere Männer am 7. Februar 1885 in Halle hingerichtet. Laut Rocker war August Reinsdorf der begabteste Anarchist dieser Zeit in Deutschland. Er ist heute, wie gesagt, weitestgehend vergessen. Zu diesem Zeitpunkt verschärfte sich auch in England die Situation. Es wurde erstmals in der Geschichte ein regelrechtes Terroristengesetz verabschiedet, wonach jeder, der sich mit jemandem zusammentut, um jemand anderen zu ermorden, automatisch bis zu 10 Jahren Haft verurteilt werden konnte. Ein Artikel in der Freiheit zur Ermordung des Zaren Alexander II. Durch die russische Gruppe Narodnaya Volja führte zur ersten Inhaftierung Mosts in England. Der wachsende Druck der Repressivorgane führte zu einem gleichzeitig wachsenden Misstrauen innerhalb der radikalen Arbeiterszene. Es kam zu Spaltungen und Übergängen zur Sozialdemokratie. Das allerdings geschah hauptsächlich nach Mosts Abreise in die USA. Er war zu einer Vortragsreise eingeladen worden in die USA, weil auch dort sich inzwischen rumgesprochen hatte, dass er ein begnadeter Redner war. Er verließ London am 2. Dezember 1882 und sollte nie wieder nach Europa zurückkehren. Auch dort verschärften sich in dieser Zeit die Klassengegensätze. Mosts Ankunft in den USA führte auch dort zum Aufblühen des Anarchismus und war auch sofort mit den gleichen Auseinandersetzungen ideologischer und auch persönlicher Art verbunden wie in Europa. Nun ist Most sicherlich nicht der Einzige gewesen und der Entscheidende gewesen, der zum Aufblühen auch des Anarchismus in den USA beigetragen hat, aber er war auf alle Fälle einer der wichtigsten Persönlichkeiten. Im Oktober 1883
beschließt die radikale Arbeiterbewegung der USA die sogenannte Pittsburgher Prinzipienerklärung. Einher geht damit die Gründung der amerikanischen Föderation der Internationalen Arbeiterassoziation. Und damit begann eine neue, radikale Phase der sozialistischen Bewegung Nordamerikas. Ich habe mal diese Prinzipienerklärung kopiert und gebe die hier mal rum, weil es ein ganz interessantes Dokument der damaligen Diskussionsgrundlagen innerhalb des Anarchismus und der radikalen sozialistischen Bewegung ist. Wer möchte, kann sich davon was nehmen. Und weil diese Prinzipienerklärung hauptsächlich vom Most mitverfasst worden ist. Man bekommt also auch einen Einblick in das Denken von Most zu diesem Zeitpunkt. Im Juli 1884 erscheint Mosts Verständnis des Anarchismus in seinem Buch Die freie Gesellschaft, Abhandlung über die Prinzipien und Taktik der kommunistischen Anarchisten. Da erklärt er sich erstmals zum kommunistischen Anarchisten in diesem Buch. Ist das eigentlich in der Beilage? Das liegt auf dem Tisch. Zum Kaufen. Die Internationale Arbeiterassoziation arbeitet zu diesem Zeitpunkt in allen Ländern auf den unmittelbaren Sturz des Systems hin. In den Diskussionen, die darum geführt wurden, spielte die Rolle der Bewaffnung von Arbeitern eine entscheidende Rolle. Auch Most forderte sehr energisch die Bewaffnung der Arbeiter. Dazu erschien die Broschüre Revolutionäre Kriegswissenschaft. Und diese Broschüre führte wiederum zu seinem bis heute in den bürgerlichen Medien andauernden und Ruf als Mordbrenner. Also wenn man über Most in bürgerlichen Medien etwas liest oder wenn etwas publiziert wird, wird Most hauptsächlich als ein Prediger der Gewalt dargestellt, als Mordbrenner dargestellt. Das geht auf dieses Buch oder diese Broschüre zurück und die zu dem Zeitpunkt sehr militanten Reden, die übrigens nicht nur vom Most geführt wurden. Das Interessante jedoch ist, dass die Initiative zur Bewaffnung der Arbeiter nicht von irgendwelchen Theoretikern oder irgendwelchen radikalen Gruppen ausging, sondern Forderung der Arbeiter selbst gewesen ist. Die waren nämlich zu dem Zeitpunkt, und das zieht sich eigentlich in die moderne US-amerikanische Geschichte durch, sehr brutaler Verfolgung seitens des Staates auf der einen Seite, aber auch seitens der Unternehmer ausgeliefert. Die bekannteste Organisation dieser Art, die sogenannten Pinkertons, Vorläufer des späteren FBI, das waren Brüder, die im Prinzip Privatdetektive waren und sich eine bewaffnete Truppe zugelegt haben. Und die wurden überall, wenn Streiks ausbrachen, als Streikbrecher eingesetzt. Und zusammen mit Banden der Unternehmer und Kapitalisten führten diese tatsächlich mehrere Massaker an radikalen Arbeitern durch. Und aus diesen Erfahrungen heraus forderten Teile der Arbeiterbewegung ihre Bewaffnung. In der Zwischenzeit, jetzt mache ich mal einen Sprung zurück nach Europa, hatte sich die anarchistische Bewegung in London völlig zerlegt. Die Hauptauseinandersetzung wurde zwischen zwei Strömungen geführt. Auf der einen Seite zwischen einer Strömung, die eher kritisch Most gegenüberstand und deren führender Kopf Josef Peukert aus Österreich war, und auf der anderen Seite von Anhängern Moss unter Führung von Victor Dave. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil es ist ermüdend, diese ständigen auch internen Auseinandersetzungen wahrzunehmen. Es ist auch sehr frustrierend. Ich habe schon mal am Anfang gesagt, es ähnelt Auseinandersetzungen in radikalen Linken heutzutage sowas von 1:1, dass es schon bitter an manchen Stellen wirkt, wie wenig radikale Bewegungen manchmal lernfähig aus der Geschichte sind, offensichtlich. Aber ich lasse das aus Zeitgründen weg. Einer der tragischen Nebenprodukte, in Anführungszeichen, dieser Auseinandersetzung war das Schicksal von John Neve. Peukert wurde später immer wieder unterstellt, er habe Neve an die kaiserliche Geheimpolizei verraten. Denn als Neve die Grenzen zum Deutschland wieder mal überschritt, um die Freiheit nach Deutschland zu transportieren, geriet er in eine Falle des kaiserlichen Geheimdienstes, wurde festgenommen, wie gesagt, und starb unter erbärmlichen Bedingungen im Zuchthaus.
Das Fazit Rockers lasse ich jetzt auch mal weg. Also Rocker nimmt auch zu diesen Auseinandersetzungen Stellung, aber ich will diese Auseinandersetzung nicht im Mittelpunkt dieses Vortrags stellen. Wir kennen die ja schließlich alle. Fakt war, dass in dem Zusammenhang auch durchaus Kritik an Johann Most geübt worden ist und nicht unberechtigte Kritik. Denn er war tatsächlich A von seiner Person und B auch durch seine Erfahrungen, seine bösen Erfahrungen im Gefängnis durchaus in seiner Kritik an gegensätzlichen Standpunkten äußerst klötzig, schreibt Rudolf Rocker, und äußerst hart. Und Rocker beschreibt das alles sehr sympathisch, aber man kann sich das zwischen den Zeilen durchaus vorstellen, wie es da zur Sache ging. Er hat so Rocker stets aus der Sicht der Praxis heraus Position bezogen, also Most, während Polgert auf der anderen Seite eher so ein Theoretiker war. Aber er habe eben dabei auch mal kräftig daneben gehauen. Irgendwann jedenfalls hoffte Most, dass die ewigen Streitigkeiten durch einen Aufruf zur Versöhnung und für eine Einheitsfront eingedämmt werden könnten, da nun auch in den USA eine reaktionäre Welle heranrollte. Aus dem Gefängnis heraus, wieder mal im Gefängnis, schrieb er im April 1887 seinen Aufruf. Zitat: Ich erwarte von einer solchen Allianz der revolutionären und sozialistischen Kräfte keineswegs eine Beseitigung aller wirklichen und im Wesen der Dinge begründeten inneren Gegensätze. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass zur Verteidigung der momentanen allgemeinen Interessen ein gemeinschaftliches Zusammenwirken nicht bloß möglich, sondern auch durchaus notwendig ist, wenn wir die Arbeiterbewegung der kapitalistischen Reaktion nicht widerstandslos ausliefern wollen. Ein Aufruf zur Versöhnung, der nur zum Teil Gehör fand. Der Anarchismus hatte zu dieser Zeit in den USA einen starken Einfluss, vor allem in Chicago. Die bekanntesten Namen dieser Zeit waren August Spies, Albert Parsons, Michael Schwab, Samuel Fielden, Georg Engel und Louis Ling, unter anderem. Die meisten von ihnen waren Deutsche, mit Ausnahme von Albert Parsons. Was übrigens ganz bezeichnend gewesen ist. Tatsächlich hat die anarchistische Bewegung in den USA in diesen 20, 30 Jahren tatsächlich zu großen Teilen aus deutschen Emigranten bestanden, die also Arbeitern, die aufgrund der Sozialistengesetze auswandern mussten oder ins Exil geschickt worden sind, dann eben in die USA ausgewandert sind oder eben auch von Arbeitern, die aufgrund der Suche nach Arbeit emigriert sind. Aus diesem Grunde, diesen starken Einfluss auf die Arbeiterbewegung, konnte die anarchistische Bewegung bei aller Kritik um den tagtäglichen Kampf und nicht den Kampf um die Revolution, sie konnte deswegen auch nicht den Kampf um den 8-Stunden-Arbeitstag, der zu diesem Zeitpunkt im Zentrum der Kämpfe der Arbeiterbewegung in den USA stand, nicht einfach ignorieren oder nur schlicht aus theoretischen Bedenken heraus kritisieren. Die Anarchisten standen im Mittelpunkt aller Kämpfe und hatten dadurch ein feines Verständnis dafür, was möglich war und was nicht. Auch das ist eine Debatte, die bis heute geführt wird. Was steht an erster Stelle? Die Reform der Veränderung der Gesellschaft oder die Revolution? Diese Diskussion gab es also damals durchaus auch schon. Am 1. Mai 1884 sollte in einer großen Demonstration der 8-Stunden-Tag gefordert werden in Chicago. Was folgte, war das berüchtigte Haymarket-Massaker, über das in dem Buch Rocker ausführlich schreibt, was ich jetzt hier auch nicht nochmal erzählen will, wobei ich aber mal einen ersten kleinen Einschub mache, denn was interessant ist in der US-amerikanischen Geschichte, ist, dass die sogenannten Gründerväter, also jene Männer, die die USA gründeten, die also Jefferson, Franklin, Washington etc., dass es also da in der amerikanischen Verfassung einen sogenannten ersten Zusatzartikel der Bill of Rights gibt, der wörtlich heißt: Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes einschränkt, sich friedlich zu versammeln und die Regierung um die Beseitigung von Missständen zu ersuchen. Das ist nun nicht sehr revolutionär, dieser erste Zusatzartikel, aber
Er galt unbestritten bis Anfang der 80er Jahre. Er wurde überhaupt nie in Frage gestellt. Also das Versammlungsrecht und das freie Rederecht war enorm wichtig für diese Gesellschaft. Doch in dem Anfang der 80er Jahre hatte sich die US-amerikanische Gesellschaft verwandelt. Es bildete sich der Großkapitalismus heraus, die Klassenwidersprüche verschärften sich und die Führer oder die Konzernchefs, die führenden Monopolchefs, forderten von der Regierung eine Unterbindung der Arbeiterproteste. Und bis heute existieren in den USA zwei Möglichkeiten, gegen Proteste oder Bewegungen vorzugehen, von denen die Herrschenden ausgehen, dass sie zu einer latenten Gefahr werden könnten. Die erste Variante ist, man unterstellt den Protestierenden grundsätzliche Gewaltbereitschaft. Das kann zu weit führen, dass zwei Leute, die auf einem Bürgersteig demonstrieren, zu Gewalttätern erklärt werden und dadurch verhaftet werden können. Obwohl sie diesen ersten Zusatzartikel im Prinzip nicht widersprechen können. Und zweitens, und das beschreibt David Graeber in seinem Buch Inside Occupy sehr, na schön kann man dazu nicht sagen, aber sehr treffend, einfach indem man diesen ersten Verfassungszusatz schlicht durch polizeiliche Maßnahmen ignoriert. Also er beschreibt das so, dass Leute auf der Straße verhaftet worden sind und die Polizisten darauf hingewiesen haben, dass sie im Prinzip ein Recht auf freie Meinungsäußerung laut diesem Zusatzartikel gewährleisten müssten und daraufhin die Polizisten grinsen und sagen, ja, wissen wir. Und es keine Konsequenzen hatte. Das, wie gesagt, sind die beiden Vorgehensweisen, die sich bis heute durchziehen. Im Haymarket-Massaker war der Auslöser eine Bombe, eine Bombenexplosion, die mehrere Polizisten und Demonstranten tötete. Ohne einen Beweis zu haben, und bis heute gibt es tatsächlich nur Gerüchte über den Attentäter, es gibt keinen wirklichen Beweis, wer Attentäter gewesen ist oder wer nicht Attentäter gewesen ist, wurden anschließend in einer Prozessphase der besonderen US-amerikanischen Art am 11. November des Jahres 1884 Spieß, Engel, Parsons und Ling zum Tode verurteilt und anschließend hingerichtet. Ihr Begräbnis wurde zur gewaltigsten Kundgebung, die die USA zu dem Zeitpunkt je gesehen hatten. 150.000 Menschen folgten ihren Särgen. Most war zu dem Zeitpunkt nicht in Chicago, konnte somit nicht in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen gebracht werden, hielt aber am Tag nach der Hinrichtung, am 12. November in New York, eine Rede, nach der er, man kann sich vorstellen, wie er da geredet hat, ebenfalls angeklagt wurde und eine ähnliche Prozessphase erlebte, die er in seinem Buch Prozess in einer Nussschale niederschrieb. Er wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Danach zog eine Furie reaktionärer Gewalt durch die USA. Trotzdem erlebte die Bewegung nochmals einen Aufschwung. Verbunden mit den Namen Alexander Bergmann, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre. Und interessant war, dass nach wie vor, auch zu diesem Zeitpunkt, das sind dann die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, nach wie vor deutsche Auswanderer einen bedeutenden Einfluss auf die anarchistische Bewegung behalten haben. Zumal der bekannteste amerikanische Anarchist Parsons eben hingerichtet worden war. Spätestens jedoch nach Alexander Bergmanns Attentat gegen den Unternehmer Frick brach die Verfolgungsfurie erneut aus. Und nun sprach sich Most erstmals gegen die Propaganda der Tat aus. Und das schlug wie eine Bombe ein. Jemand, der bis dahin immer revolutionäre Gewalt gefordert hat, brach plötzlich gegen einen ehrenden Bestandteil der anarchistischen Bewegung die Propaganda der Tat. Das hat tatsächlich für Furore gesorgt. Er begründete das damit, dass solch isolierte Aktionen zu keinem Verständnis bei den Massen führen würden, sondern eher zur Isolation führen würde. Er beschrieb, dass man natürlich zu Aktionen der Propaganda der Tat, sprich also Attentate, schreiten könne, aber erst nachdem eine starke Propaganda politisch-ideologische Voraussetzungen dafür geschaffen habe und erst wenn eine Bewegung stark genug sei, dann anschließend mit der Reaktion des Staates auch oder die Reaktion des Staates auch aushalten zu können. Und das sah zu dem Zeitpunkt als nicht gegeben an. Ab den 90er Jahren versiegte die deutsche anarchistische Bewegung. Ich komme nochmal nach Europa zurück. Die Gründe waren innere Streitigkeiten, die Ermüdung der Aktiven und besonders
das Ende der Sozialistengesetze in Deutschland. Die Sozialdemokratie erlebte einen neuen Aufschwung. Most spürte dies und stemmte sich dagegen. Rocker schreibt in seinem Buch oder beschreibt Most zu dem Zeitpunkt als den zeitweilig bestgehassten Mann zweier Welten. Ab Mitte der 90er Jahre wurde die Situation immer verzweifelter für ihn. Aber nach dem Erfurter Kongress von 1891 entstand erneut eine linke Opposition innerhalb der Sozialdemokratie, die dann sich weiter radikalisierte, die Sozialdemokratie verließ und zu einem neuen Aufschwung des Anarchismus auch in Deutschland führte, verbunden hauptsächlich mit dem Namen Gustav Landauer. Das Interessante war, diese neue Generation hatte überhaupt keine Verbindung zur vorhergehenden Generation. Und Most versuchte nun über die Freiheit, diese Verbindung wiederherzustellen und zu verknüpfen. Ein Wort zu Most und seiner Beziehung zu den Gewerkschaften. Auf der einen Seite hat die anarchistische Bewegung bis heute an den Traditionsgewerkschaften immer heftige Kritik geübt und übt sie heute noch. Auf der anderen Seite, und so war es auch bei Most, auf der anderen Seite schrieb er aber in der Freiheit vom 19. August 1898, es ist aber jedem klar geworden, dass eine Massenerhebung ohne Massen schlechterdings unmöglich sei und dass man, um die Massen zu revolutionieren, sich unter dieselben mischen müsse, und zwar da, wo man sie am leichtesten anzutreffen vermag, und das ist der gewerkschaftliche Boden. Leider seien noch nicht jeder Gewerkschafter Anarchist und nicht jeder Anarchist Gewerkschafter. Naja, so kann man es auch deuten. Und der Höhepunkt dessen, und das war sicherlich eines jener Erfolge, die auch mit dem Namen Most verbunden sind, war im Juni 1905 die Gründung der Industrial Workers of the World, bekannter auch in Deutschland heute noch unter dem Namen Wobblies, einer radikalen, syndikalistischen Arbeiterbewegung mit stark anarchistischem Einfluss. Nicht nur, aber stark anarchistischem Einfluss. Vorher jedoch, am 6. September 1901, hatte Leon Czolgosz den damaligen Präsidenten McKinley erschossen. Die nächste große Verfolgungswelle rollte an und diese machte den bis dahin aktiven Anarchismus in den USA den vorläufigen Garaus. Der Nachfolger von McKinley, Theodore Roosevelt, ein Imperialist der harten Sorte, schrieb in einer Botschaft an den Kongress im Dezember 1901. Der Anarchist ist ein Verbrecher, dessen verkehrte Neigungen ihn dazu verleiten, Verwirrung und Chaos der wohltuendsten gesellschaftlichen Ordnung vorzuziehen. Überall ist der Anarchist nicht nur ein Widersacher von System und Fortschritt, sondern auch ein Todfeind der Freiheit und so weiter. Das zieht sich mehrere Seiten in dieses Elaborat. Hier mache ich mal einen zweiten aktuellen Einschub. Oder nicht aktuellen Einschub, ich ergänze das nochmal ein bisschen. Denn diese Haltung von Roosevelt war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht neu. Also man wundert sich immer wieder, dass in dem Land der Freisten der Freien, so begreift sie sich ja bis heute, radikale, durchaus nicht gewalttätige Bewegungen äußerst vom Staat äußerst militant verfolgt werden, und zwar militanter, als man sich das in Deutschland vorstellen kann. Also es führt so weit, dass zum Beispiel Leute, die in der radikalen Öko-Bewegung, anarchistischen Öko-Bewegung aktiv sind und an Sabotageakten gegen Maschinen teilnehmen, zu 30 Jahren Haft verurteilt werden können. Heute. Also es ist eine sehr militante Haltung innerhalb der amerikanischen Herrschenden. Und diese Haltung resultiert nicht nur aus dem besagten Attentat heraus, sondern war bereits bei den sogenannten Gründervätern anzutreffen. Und ich zitiere mal John Adams, einen dieser sogenannten Gründerväter. In dem Augenblick, in dem man den Gedanken in die Gesellschaft einführt, dass Eigentum nicht ebenso heilig sei wie die Gesetze Gottes und es weder eine gesetzliche Macht noch eine öffentliche Justiz zu seinem Schutz gibt, beginnen Anarchie und Tyrannei. Also hier schon in den 1790er Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, die Gleichsetzung von Anarchismus und Tyrannei, von Anarchismus und Chaos. Und Benjamin Rush, eines der führenden Mitglieder der Sons of Liberty aus Philadelphia, einer Organisation, die großen Anteil am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg hatte, schrieb,
Das Übermaß an Leidenschaft für die Freiheit, aufgeheizt durch den erfolgreichen Ausgang des Krieges, also des Unabhängigkeitskrieges, führt bei vielen zu Ansichten und Verhaltensweisen, die ihnen weder durch Vernunft auszutreiben noch vom Staat zu bändigen waren. Der weitreichende Einfluss, den diese Ansichten auf Einsichten, Leidenschaften und die Moral zahlreicher Bürger der Vereinigten Staaten hatte, stellte eine Art von Wahnsinn dar, den ich mir mit einem anderen Begriff zu charakterisieren erlaube, dem der Anarchie. Also Anarchie ist gleich Wahnsinn. Soweit. Dann versteht man das militante Vorgehen von Staatsorganen gegen Anarchistinnen natürlich ein Stück mehr. So, und wo war ich jetzt? Ja. Am 1. Januar 1904 feierte die Freiheit ihr 25-jähriges Bestehen. Das ist für eine anarchistische Zeitung, eine anarchistische deutschsprachige Zeitung, tatsächlich eine Leistung. Sie wird nur noch übertroffen von der Graswurzelrevolution, die letztes Jahr 40 Jahre geworden ist. Most schrieb, und jetzt muss ich allerdings wirklich nochmal zitieren, ich hoffe, ich finde das jetzt gleich. Ja. Die Freiheit war und ist kein Parteiorgan. Sie ist ein literarischer Franc-Tireur, also ein Freischärler, ein wilder Rebell, der auf eigene Faust überall Lärm schlägt, wo er sich Gehör verschaffen kann, der an den Hütten der Armen und Elenden pocht, um die Schläfer aus illusionären Träumen zu rütteln, die zaghaft mit Mut zu besehen, die Wankelmütigen und Verzweifelten zur Ausdauer zu gemahnen, die Idealisten zu hellem Enthusiasmus hinzureißen und die Kühnen zur rechten Tat, zur rechten Zeit, am rechten Ort zu reizen. Er hat sich da schon ein bisschen selbst gefeiert und es war tatsächlich das letzte große Fest für ihn, für einen Menschen, der nicht viele Feste zu feiern hatte. Most starb am 17. März 1906 auf einer Vortragsreise. Seine Frau versuchte, die Freiheit noch eine Weile am Leben zu halten, aber sie hielt es nicht lange durch. Ähnlich erging es Freunden mit dem gleichen Versuch. Es gab noch ein paar Ausgaben der Freiheit, es gab 2, 3 verschiedene Versuche, die Zeitung neu zu beleben. Die hatten allerdings nicht allzu viel Erfolg. Es scheint so, als dass die Freiheit mit ihrem Redakteur endete. Es fällt auf, dass in dem Buch von Rocker kaum über private Beziehungen geschrieben wird. Frau und Kinder kommen eigentlich erst am Ende kurz vor, gerade in diesem Brief, den seine Frau an die Freunde schreibt und in dem sie begründet, warum sie die Freiheit nicht fortsetzen kann. Und in diesem Brief schreibt sie, die Freiheit war seine einzige Tochter. Seine beiden Söhne werden lediglich in einem Nebensatz erwähnt. Familie, Freundschaft, Liebe gehörte offensichtlich nicht unbedingt zum Mittelpunkt dieses Lebens. Most war nicht der große Theoretiker, aber der große Agitator. Er hatte eine klare, volkstümliche Sprache, so wird er jedenfalls geschildert, und die Freiheit war sein bleibender Verdienst. Sein Freund Max Baginski bezeichnete John Most als den Pionier des kommunistischen Anarchismus in den USA. Er war auf alle Fälle einer der Pioniere des Anarchismus, nicht nur in den USA, im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Rocker bezeichnet ihn als Volksschriftsteller. Und nochmals Baginski. Die große Tragödie seines Alters war es, dass dasselbe Volk, welches er so sehr liebte, sich von ihm wandte, viele davon sogar in das allgemeine Geheul der kapitalistischen Presse einstimmten, die niemals in ihren Anklagen gegen Most als einem wahren Ungeheuer von Blutdurst und Verkommenheit ermüdete. Und zum Schluss nochmal ein Zitat aus der Biografie von Rudolf Rocker. Most war Kommunist, aber sein Kommunismus hatte nichts zu tun mit jenem ungesunden Fabrikat, das heute von den kommunistischen Parteien der verschiedenen Länder den Proletariern unter dieser Marke feilgeboten wird. Sein Kommunismus war freiheitlicher Natur. Most erblickte in dem Kommunismus die letzte Konsequenz des Sozialismus, die Abschaffung des Lohnsystems in jeder Form. Aber er wusste auch, dass ein solcher Zustand des gesellschaftlichen Lebens dem Volke nicht von oben her aufgezwungen werden konnte. Für ihn war das Monopol der Macht ebenso gefährlich wie das Monopol des Besitzes. Und daher vertrat er unentwegt den Standpunkt,
dass nicht die Eroberung, sondern die Zerstörung jeder politischen Macht das erstrebende Ziel der Arbeiterbewegung sein müsse, das mit der Abschaffung der Wirtschaftsmonopole Hand in Hand gehen müsse. Auch eine Diskussion, die bis heute sich fortsetzt. Dankeschön. Ich habe mir übrigens noch mal die Mühe gemacht, wahrscheinlich die sehr bescheidene Mühe, und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, könnt ihr selber beurteilen. Ich habe mal verschiedene Positionen des Anarchismus versucht zusammenzustellen, aus meiner sehr persönlichen Sicht. Das ist sicherlich nicht vollständig und kann diskutiert werden, aber ich habe es mal probiert und wer Lust hat, kann sich das auch nehmen. Dann habe ich noch eine Frage oder quasi zwei Fragen. Der Begriff des kommunistischen Anarchismus, also ich konnte den bisher nur von Kropotkin und vielleicht wisst ihr, ob da irgendeine Verbindung bestand oder halt, also wer den Begriff quasi geprägt hat, die Verbindung dabei oder die Einflüsse waren. Und zum anderen, also Emma Goldman kam vor, aber so wie ich das kenne, hatte du hast einen ziemlich großen Einfluss auf Goldman und das sind hier, glaube ich, auch Vortragsreihe und hat sich quasi erst zur Agitatorin gemacht und dann kannst du aber irgendwie vor. Weil ich glaube, sein Geschlechterverhältnis ist irgendwie nicht das Progressivste, also vom Ost. Und vielleicht könnt ihr da noch mehr, also zu dieser Beziehung zu Goldman sagen, und Herr Baum auch zum Bruch kam. Also soweit ich, also genau, also sozusagen Emma Goldman ist ja sozusagen eine Generation nach Johann Most und sozusagen die haben sich kennengelernt, als sozusagen Emma Goldman gerade sozusagen den Anarchismus entdeckt hat und hatten erstmal ein sehr gutes Verhältnis. Das Problem war allerdings dann, Bernd hatte das beschrieben, dieses Verhältnis sozusagen Peukert auf der einen Seite, der die Gruppe Autonomie, Gruppe und Zeitung Autonomie gegründet hatte und eben John Most auf der anderen Seite. Die Emma Goldman, die sozusagen von diesen ganzen Konflikten, die ja wirklich über Jahre hin geschwelt haben, hat nichts davon gewusst und hat sich dann eben auch mit Leuten von der Autonomie angefreundet und das konnte der Most gar nicht ab. So. Ja. Ich weiß nicht, ob es da bei dem Geschlechterverhältnis, das steht zumindest da bei dem Bruder Frocker nicht drin. Steht nicht drin, aber also wie gesagt, dadurch, dass nicht viel über Frauen gesprochen wird, eher drin oder nicht geschrieben wird, kann man schon davon ausgehen. Aber es gab noch einen zweiten wichtigen Punkt und zwar war das das Attentat von Bergmann gegen Frick. Das hat, wie gesagt, das war ja bei Most Auslöser einer Kritik an der Propaganda der Tat. Und das konnte Emma Goldman, die mit Bergmann intensiv befreundet war, überhaupt nicht nachvollziehen. Und das hat neben dem, was er gesagt hat, maßgeblich zur Entfremdung von den beiden beigetragen. So. Aber inhaltlich hauptsächlich eine freundschaftliche Ignoranz, ne? Ja, also es wurde nicht zur Feindschaft, es war ja eine nette Ignoranz, ja. Und das andere, das ist richtig, der kommunistische Anarchismus ist eigentlich auf eine Theorie, also die theoretischen Grundlagen des kommunistischen Anarchismus kommen von Kropotkin. Und tatsächlich haben sich Kropotkin und Most in den USA getroffen, als Kropotkin auf einer Reise dort war, und haben sich tatsächlich angefreundet. Inwieweit das Einfluss darauf gehabt hat, weiß ich nicht. Aber sie waren gut befreundet miteinander. Und Most war tatsächlich ein Mensch, der, na wie viele, wenn man mit jemandem gut befreundet war, ging alles. Es gab im Prinzip häufig nur Freundschaft und Feindschaft. Schwarz und weiß. Und mit Kropotkin war er befreundet. Und ich würde davon ausgehen, dass das eine gewisse Rolle gespielt hat. Ich würde jetzt nicht behaupten, das wäre jetzt der alleinige Grund, warum er dazu gekommen ist. Der kommunistische Anarchismus hat in den 80er Jahren, 90er Jahren in der gesamten anarchistischen Bewegung eine große Rolle gespielt. Ja. Nicht nur bei Most, prinzipiell auch in Europa. Also das heißt, Kropotkin und Hermann mischen sich theoretisch. Ja, aber wie gesagt, die haben sich ein, zwei Mal in den USA getroffen. Das war also jetzt, die haben sich auch viele Briefe geschrieben. Damals schrieb man sich ja noch Briefe. Die haben alle eine Weile gedauert, ne, bis die Briefe von A nach B kamen. Und es gab aber nur diese eine relativ kurze Begegnung in den USA, wo die sich ausgiebig unterhalten haben und Most schildert hier, oder wird hier zitiert in dem Buch, damit dass da eine intensive, innige Beziehung dabei entstanden sei. Also, Most hat auf jeden Fall Kropotkin gelesen. Ich glaube aber, dass sozusagen der Einfluss hin zum kommunistischen Anarchismus tatsächlich halt durch August Reinsdorf und durch John Neve halt passiert ist. Und was das Geschlechterverhältnis noch betrifft, also wenn jemand mal halt dieses Buch von Rudolf Rocker lesen will, also ich kann das wirklich empfehlen, halt diesen Brief von der Frau von Most halt sich mal durchzulesen, weil also
Also sie schreibt ja nicht nur, dass sozusagen die Freiheit die einzige Tochter von Most war, sondern sie schreibt auch, dass sozusagen sie das als ihre Aufgabe sozusagen angesehen hat, ja sozusagen Most den Rücken frei zu halten. Und die hatten, glaube ich, oft auch ein ganz abgekühltes Verhältnis. Mhm. Und ja, sozusagen die Frau von Most hat tatsächlich sozusagen sich um Mosts Kinder gekümmert und halt ja sozusagen die reproduktiven Aufgaben übernommen und hat das auch selber, also angenommen. Angenommen, so wie es in dem Brief zumindest rüberkommt. Und da war immer Goldmann, ja, auf jeden Fall progressiv. Eine ganz andere Persönlichkeit. An welcher Stelle war denn der Bruch zwischen Bebel und Most dann wirklich offenbar geworden? Also wenn Bebel halt so viel Energie reinsetzt, da eine Zeitung, die auch von den Franken in England nach Deutschland geschmuggelt wird, zu widerlegen, dann muss es ja eben wirklich ernst gewesen sein. Also wo macht sich dieser Bruch eigentlich aus? Also weil Most ist ja, also wir kommen nun aus Greiz, da ist Most auf jeden Fall ein Begriff in der politischen, also da ist Chemnitz, das ist ja im Knast und Reichstag gewählt, ist wie andere, die aus der Gegend stammen, an Rebellen so ein bisschen bekannt. Da gibt es eigentlich bis in die 80er, 90er Jahre des 19. Jahrhunderts wird auch überall genannt, also da wird in der Sozialdemokratie auch nicht getilgt. Also wenn man da so Bilder sieht, dann nun die Ursprünge der deutschen Sozialdemokratie sind, da hängt da ganz oben immer drin, diese klassischen Lebensbäume. Oder an Theoretikern wurde noch sehr lange genannt oder sowas. Also an Volksrednern im positiven Sinne von der Sozialdemokratie noch sehr lange genannt. Und da muss es doch trotzdem einen Bruch gegeben haben, der, weiß ich nicht, theoretisch oder irgendwie ausschlaggebend war. Also ich glaube, dass er tatsächlich taktisch begründet war und das, da ist, glaube ich, Most ein Beispiel dafür, dass sozusagen der Bruch mit der Sozialdemokratie erstmal nicht sozusagen durch theoretische Fragen zustande gekommen ist, sondern weil er mit der Taktik der Sozialdemokratie nicht einverstanden war und dann darüber zum Anarchismus gekommen ist. Und man muss aber dazu sagen, dass die sozusagen, dass die Sozialdemokratie in Deutschland, dass die sozusagen, als die Sozialistengesetze sich anbahnten, dass die erstmal mit vorauseilendem Gehorsam reagiert haben und sich noch bevor das Sozialistengesetz sozusagen, bevor das ausgerufen wurde, haben sie sich aufgelöst und haben so die Parolen rausgegeben, wir müssen uns jetzt ruhig verhalten, wir dürfen jetzt keinen Anlass geben, dass irgendwie sozusagen wir als die Bösen erscheinen, als die wir von dem Staat gemacht werden. Und damit war Most überhaupt nicht einverstanden. Und der Bruch kam dann eben zustande, als sozusagen Most von London aus die Freiheit für Deutschland rausgegeben hat und eben sozusagen nicht mit der sozialdemokratischen Taktik der Zurückhaltung sozusagen beschrieben hat, sondern halt sozusagen, also er hat selber gesagt, er hatte Haare auf den Zähnen, also er hat sozusagen immer noch radikal sozusagen und hat radikal gegen die Sozialistengesetze geschrieben und das wollten die Sozialdemokraten nicht. Also die sozialdemokratische Parteiführung, sozusagen in der Basis sah das dann auch nochmal anders aus. Und man muss dazu sagen, dass dieser Konflikt auch eine ganze Zeit gedauert hat. Also diese Sozialdemokraten haben dann erstmal versucht, sozusagen selber auch nochmal eine Zeitung zu machen, die in Österreich oder in der Schweiz rausgegeben wurde, der Sozialdemokrat. Und das sollte sozusagen, war sozusagen die Zeitung gegen die Freiheit, dass die noch eine eigene Freiheit haben, die sozusagen gemäßigtere Töne anschlägt, sozusagen in der Konkurrenz. Und das hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Und aber was man bei dem, also bei Bebel weiß ich nicht genau, was er jetzt zu Most gesagt hat, aber bei Liebknecht kann man, finde ich, auf jeden Fall sagen, also dass da sozusagen die richtig hinterhältigsten Methoden auch angewandt wurden. Also der Liebknecht hat dann richtig Gerüchte über Most in die Welt gesetzt, dass er ein Polizeispitzel wäre, dass er sich vom Staat bezahlen ließe und so weiter. Und das halt über einen Menschen, der halt sozusagen, wie viele Jahre seines Lebens im Knast verbracht hat? 10 oder 12. Aber theoretische Unterschiede? Die, würde ich sagen, kamen erst im Exil zustande. In London entstanden sie, die theoretische Unterschiede.